Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video zum Thema elektrischen Feld. Heute beschäftigen wir uns mit diesem heißgeliebten Potenzialbegriff. Eigentlich eher nicht. Die meisten Schüler haben damit ziemliche Schwierigkeiten am Anfang. So ging es mir auch. Ich konnte mir nicht so wirklich vorstellen, was das Ganze jetzt soll. An der Anwendung geht es ganz gut, weil man irgendwie so sich merken kann, ja, der Potenzialunterschied ist irgendwie gegeben durch die Spannung und dadurch haben wir auch einen Antrieb für unseren Stromkreis. Aber was dieses Potenzial jetzt an sich so soll, das braucht doch auch oft ein bisschen Zeit, bis man das verinnerlicht hat, um zu verstehen, was das jetzt eigentlich wirklich soll. Man kann zwar irgendwie den Überlegungen folgen, aber meistens benötigt es einfach Zeit, das muss ich setzen. Deshalb heute auch dieses Video für euch und guckt einfach mal, vielleicht wird der Begriff euch ein bisschen vertrauter und ist am Schluss nicht mehr ganz so abstrakt, das hoffe ich zumindest. Also beginnen wir einfach. Da das Ganze, wie gesagt, schon ziemlich abstrakt ist, versuchen wir das Ganze anschaulich zu gestalten, indem wir einmal das elektrische Feld mit dem Schwerefeld der Erde vergleichen, da wir in beiden Fällen die potenzielle Energie betrachten können, also im Schwerefeld die Höhenenergie. Das schauen wir uns mal an und zwar beginnen wir mit dem Fall des Schwerefelds der Erde. Das ist hier, also wir haben hier das Schwerefeld wirkt von oben nach unten und hier die Erdoberfläche, die definieren wir als Höhe h gleich 0 Meter. Das ist ja das, was man auch instinktiv annimmt. Also wenn ich hier messe, dann sage ich nicht, das ist 5 Meter und da oben sind 3 Meter. Was man natürlich machen kann, ist, man definiert den Erdmittelpunkt als 0. Aber normalerweise, wenn man sich mit der potenziellen Energie jetzt hier im Alltag auseinandersetzt, dann wählt man das so im Bezugssystem, dass unsere Erdoberfläche gerade die 0 Meter sind. Was passiert nun? Wenn wir jetzt eine Masse in diesem Schwerefeld betrachten, also entweder ich oder mein Kameramann oder irgendeine komische Kugel. Ich male eine komische Kugel. Und wir heben diese Kugel von unserem Nullniveau nach hier oben an, in eine gewisse Höhe h. Dann, nein, nicht m, die Kugel heißt m. Das hier ist mein m und das hier ist mein h. Dann benötige ich dafür eine gewisse Energie. Diese Energie ist die potenzielle Energie oder Höhenenergie. Und ist gegeben durch m mal g mal h. Das müsstet ihr schon aus der Mittelstufe kennen. Dieser Fall ist relativ vertraut. Also das sollte euch vertraut sein. Wenn nicht, dann solltet ihr das wiederholen. Ich gehe aber davon aus, dass das funktioniert. Und jetzt versuchen wir mal das, was wir von hier kennen, auf den elektrischen Fall zu übertragen. Womit wir angefangen haben, wir haben uns irgendwie Nullniveau definiert. Das Nullniveau entspricht hier unserem Minuspol. Das elektrische Potenzial, das definieren wir später genauer, aber es bekommt auf jeden Fall den Namen Phi und unser Nullniveau ist natürlich auch hier bei Null und das verrate ich euch jetzt einfach schon mal, das hat die Einheit Volt V. Weil wir haben ja auch schon gesagt, der Potenzialunterschied entspricht nachher irgendwie der Spannung, dementsprechend muss natürlich auch das hier die Einheit Volt haben. Und im elektrischen Fall ist es natürlich interessant, was passiert mit einer Ladung, die wir jetzt hier in unser elektrisches Feld bringen. Wenn wir eine positiv geladene Kugel zum Beispiel hier in dieses Feld einbringen, dann benötigen wir Energie, um sie vom Minuspol zum Pluspol zu bringen. Das heißt, wir haben hier Q und wenn wir diese Ladung Q ich nenne es jetzt hier auch mal eine Höhe h, bewegen möchten, dann benötigen wir auch hier eine potenzielle Energie. Und die potenzielle Energie, die ist folgenderweise gegeben. Also Energie bekommt ihr immer, indem ihr eine Kraft mal eine Strecke multipliziert. Eine Kraft mal Strecke rechnet, so rum eher. Und in unserem Fall ist dieses F, was hier wirkt, natürlich gerade die elektrische Kraft. Die elektrische Kraft ist gegeben durch E mal Q. Und unser S ist in unserem Fall natürlich gerade das H. Damit haben wir jetzt auch hier die potenzielle Energie bekommen. Und worauf wir aber raus wollen, ist ja nicht die potenzielle Energie, sondern das Potenzial. Das Potenzial bekommt den Buchstaben Phi und wird definiert als Energie, also potenzielle Energie pro Probeladung Q. Also die Energie, die ich pro Ladung aufbringen muss. Und somit ist dieses Potenzial ein Maß für die Energie. Also ein Maß für die potenzielle Energie in diesem Feld, was wir hier haben. Und was wir jetzt als nächstes machen können, ist einfach nur rechnen. Und zwar haben wir ja hier die potenzielle Energie ausgerechnet. Und jetzt können wir hier
Jetzt können wir hier das einsetzen. Für die potenzielle Energie können wir einsetzen E mal Q mal H. Das Ganze dividiert durch Q. Damit fällt natürlich dieses Q hier raus. Und wir erhalten für unser Potenzial gerade E mal H. Dadurch, dass wir aber hier in diesem Fall jetzt nicht zwingend eine Höhe haben, sondern auch interessant ist, einfach nur die Strecken in einem Feld, wie ich es verschiebe, kann man hier natürlich für dieses H, für den allgemeinen Fall, auch wieder ein S schreiben. Also das ist nur eine Namensgebung. Wichtig ist fürs Verständnis, ihr könnt hier diese Analogie machen, dass ihr eben über die Höhe das Ganze definiert, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen vertraut. Und hier bekommen wir dann eben im elektrischen Fall ein Maß für diese Energie. Ein Maß für die Energie, das könnt ihr auch vergleichen mit der Steigung in Mathe. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Gerade habt, die irgendwie so verläuft, dann gebt euch ja die Gerade an, wie stark das Ganze steigt. Und somit gibt an, inwiefern diese Größe, die hier steht, also x und hier y, inwiefern die beiden voneinander abhängig sind. In unserem Fall hier ist y gerade die potenzielle Energie und unser x wäre gerade die Ladung. Und so erhalten wir als Steigung gerade unser Potenzial phi, das natürlich abhängt von unserem elektrischen Feld, was wir auch hier allein durch die Rechnung sehen, weil dort die elektrische Feldstärke drin steht. Immer total schön mit so Formeln, ich weiß es. Da denkt man jetzt so, cool, jetzt habe ich das und was soll ich jetzt damit? Damit es euch nicht so geht, habe ich euch noch ein paar Anwendungen mitgebracht, wo wir uns das jetzt in konkreten Stromkreisen mal anschauen können, was das jetzt bedeutet. Und dann wird es auch noch ein bisschen klarer. Wie versprochen, habe ich euch jetzt hier noch drei Anwendungsbeispiele mitgebracht. In jedem Fall gibt es eine Kleinigkeit, die wir hier speziell beachten müssen. Also schaut einfach bei den Aufgaben, die ihr in der Schule bekommt, was davon ihr benötigt und was nicht oder inwiefern ihr es unter Umständen auch kombinieren müsst. Ich habe euch hier nochmal angeschrieben, das, was wir vorhin die ganze Zeit in Worten gesagt haben, nochmal als Formel. Also unsere Spannung entspricht gerade einem Potentialunterschied zwischen zwei Punkten, also zwischen Phi 1 und Phi 2. Das wäre dann die Spannung, die zwischen diesen beiden Punkten hier abfällt. So wird es dann dargestellt. Wir fangen jetzt mit diesem einfachen Beispiel hier unten an. Und zwar haben wir hier einen Ausschnitt eines Stromkreises, der betrieben wird von einer Spannungsquelle, die gerade 3 Volt liefert. Hier haben wir einen Plus- und einen Minuspol. Und dementsprechend haben wir hier auch noch zwei Punkte. Und uns interessiert jetzt die Spannung zwischen diesen beiden Punkten. Also UAB, wenn man so möchte. Jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Als erstes, wenn wir so eine Aufgabe haben, dann schauen wir uns die Potenziale der verschiedenen Punkte an. Also hier unten, wenn da nichts anderes steht und hier ein Minuspol ist, dann sagen wir legen den Minuspol jetzt einfach mal auf 0 Volt. Das heißt, unser Potenzial am Punkt B ist gerade 0 Volt. Und dadurch, dass wir hier 3 Volt haben, hat natürlich der Punkt A das Potenzial 3 Volt. Und wenn wir jetzt die Spannung ausrechnen möchten zwischen diesen beiden Punkten, dann ziehen wir vom einen Potenzial das andere ab und dann bleiben die 3 Volt übrig. In diesem Fall ist es ja ziemlich einfach, weil wir haben ja auch keine Verbraucher dazwischen. Dementsprechend entspricht dieser Abfall hier natürlich gerade der Spannung, die die Spannungsquelle liefert. Aber als Einstiegsbeispiel eignet sich das ganz gut. Gut, kommen wir hier zum zweiten Teil unserer Aufgaben. Und zwar haben wir jetzt hier noch ein paar andere Symbole mit drin. Wir haben hier unten etwas, das nennt sich Erdung. Die Erdung liegt immer auf dem Nullpotenzial. Wir haben jetzt 2 Spannungsquellen, das macht es natürlich nicht mehr ganz so einfach. Und was wir hier dazwischen haben, ist ein Spannungsmessgerät. Bei einem Spannungsmessgerät, da müsst ihr immer aufpassen, wie rum ihr die Anschlüsse setzt. Das werden wir auch gleich sehen, warum. Aber bevor wir uns das anschauen, zeichnen wir natürlich einfach erstmal die Potenziale ein. Also, wir haben schon gesagt, die Erdung liegt auf 0, das heißt hier unten, ich nenne es mal Phi 0, das ist gerade bei 0 Volt. Dann haben wir hier oben das Potenzial vom Punkt B. Wir gehen hier von 0, dann liefert uns hier unsere Spannungsquelle die 5 Volt, also sind wir hier bei 5 Volt. Wenn ihr das jetzt mit dem Höhenmodell vergleicht, dann wären wir unten bei 0 Meter. Und ich laufe jetzt einen Buckel hoch, dann habe ich Energie reingesteckt. Die Energie kommt aus meinem Feldspar, ja. Und das Feldspar entspricht jetzt hier meiner Spannungsquelle. Und dann komme ich auf den Buckelruf und dann habe ich da mein Potenzial. Alles super.
Habe ich super gemacht, alles über den Haufen geschmissen, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Jetzt hier oben haben wir noch das Potenzial 4a. Und da müssen wir natürlich hier wieder schauen, wie kommen wir von 0 da hoch. Wenn ihr so einen Mischmasch hier habt, dann guckt, dass ihr den direktesten Weg wählt, also von da nach da. Dann seht ihr auch sofort, dass ihr oben die 3 Volt eintragen müsst. Und zwar seht ihr jetzt hier diese beiden Punkte hier, die haben jetzt einmal 5 und einmal 3 Volt. Das heißt, wenn wir die Spannung zwischen A und B bestimmen wollen, müssen wir die voneinander abziehen. Um uns das jetzt genauer anzuschauen, müssen wir uns jetzt mal hier die ganzen Pole angucken. Und zwar haben wir hier Plus und Minus. Das heißt, wir haben die technische Stromrichtung, die würde so einen Stromkreis anstreben. Und beziehungsweise, es geht ja gar nicht anders. Und dadurch, dass wir jetzt hier Plus und hier Minus haben, ist natürlich auch gegeben, dass der Stromkreis hier rumgehen kann und nicht zwingend hier geradeaus geht. Das heißt, was wir hier machen, dadurch, dass diese Spannungsquelle hier von Plus nach Minus angeschlossen ist, wissen wir, dass wir das Potenzial bestimmen müssen von A nach B. Unser U ist dann gerade Phi A minus Phi B. Also von dort, wo wir kommen, ziehen wir das, wo wir hingehen, ab. Und in unserem Fall hier mit diesen Anschlüssen ist es natürlich gerade so rum, wir kommen vom niedrigeren Potenzial, gehen zum höheren Potenzial und dementsprechend kommt hier minus 2 Volt raus. Also 3 minus 5 ist minus 2 Volt. Das heißt, wenn wir unser Spannungsmessgerät so anschließen, dann zeigt es uns minus 2 Volt an. Würden wir jetzt aber hingehen und hier das hier anschließen, würden wir hier vom höheren Potenzial kommen und zum niedrigeren gehen. Das heißt, wir würden von unserem Anfangspotenzial, wo wir sind, also von den 5 Volt, die 3 Volt abziehen und kämen bei 2 Volt heraus. Also ich markiere das mal in Rot, damit ihr wisst, das ist dieser Fall. Und dann haben wir plötzlich ein positives Vorzeichen. Das ist genau das, was passiert, wenn ihr in Versuchsaufbauten an der Schule einfach mal die Anschlüsse von den Spannungsmessgeräten verdreht. Das ist dann, macht genau das Vorzeichen aus. Kommen wir nun zum dritten Teil, beziehungsweise zu unserer dritten Aufgabe, die wir noch anschauen wollten. Und hier haben wir jetzt Folgendes. Wir haben wieder 2 Spannungsquellen. Eine liefert 2 Volt und eine liefert 3 Volt. Wir beginnen, so wie wir es vorhin auch gelernt haben, wir schauen uns als allererstes an, wo die Erdung ist. Wenn wir was haben, was ein bisschen komplizierter ist als unser erstes Beispiel, immer erstmal die Erdung suchen und dann mit dem einfachen Teil beginnen. Der einfache Teil ist gerade die obere Hälfte, weil hier der Minuspol gerade auf der Erdung liegt. Die Erdung hat natürlich das Potenzial Phi gleich 0. Und hier oben kann man natürlich sagen, hier wäre Phi 1 und das hat, wir gehen hier vom Nullpotenzial aus, haben eine Spannungsquelle, die 3 Volt liefert, also sind wir hier oben auf einem Potenzial von 3 Volt. Interessant wird es jetzt bei der unteren Hälfte, denn bei der unteren Hälfte haben wir jetzt den Fall, dass der Pluspol gerade auf der Erdung liegt. Gewohnt sind wir es, dass der Minuspol auf der Erdung liegt. Für dieses Potenzial hier unten müssen wir jetzt Folgendes machen, und zwar setzen wir einfach ein Minus davor. Also, wie gewohnt, werden jetzt diese Pole vertauscht, also hier Minus und hier Plus, dann würden wir einfach ein Potenzial von 2 Volt bekommen. Dadurch, dass die Pole aber verdreht sind, drehen wir das Ganze mit dem Vorzeichen und bekommen hier unten minus 2 Volt. Und so könnt ihr natürlich auch wieder die Spannungen berechnen, wenn ihr zum Beispiel zwischen da und da machen wolltet, also von einem Punkt hier unten zu dem hier, dann hättet ihr einen Potenzialunterschied zum Beispiel von 3 Volt. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel von hier nach da gehen würdet, dann müsste die Spannung bei minus 2 Volt liegen. Und so könnt ihr damit arbeiten. Und wichtig ist immer, achtet darauf, wenn Spannungsmessgeräte angezeichnet sind, wie rum ist dieses Spannungsmessgerät angeschlossen, denn das entscheidet darüber, ob ihr nachher einen positiven oder einen negativen Wert rausbekommt. Und immer darauf achten, wo ist euer Nullniveau. Wenn keine Erdung eingezeichnet ist, dann setzt den Minuspol auf Null. Das macht das Ganze viel einfacher. Wenn ihr über irgendwas stolpert, was euch Schwierigkeiten bereitet, dann versucht einfach mit Hilfe von den 3 Beispielen das herauszufinden, was ihr braucht. Und in der Regel geht das auch. Und im schlimmsten Fall schreibt uns eine E-Mail.